Mahlzeit, Freunde, und willkommen zum zweiten Qualitätsprüfvideo von meiner Kooperation. Wie der eine oder andere schon weiß, habe ich eine Kooperation mit dem Imkereibedarf Zylo gestartet. Das heißt, er hat mir eine Palette an Material zugeschickt, unter anderem auch diese Zanderbeute hier. Und die werde ich jetzt mal auf Herz und Niere überprüfen, soweit das für mich möglich ist. Und über einen bestimmten Gutscheincode könnt ihr noch 10% auf seinem Shop sparen und unterstützt mich damit indirekt ein bisschen. Ja, oben links mal für euch, nee, oben rechts mal für euch in der Ecke das Video zu Dadant 10er und 12er Beute, denn das Video ist schon online. Gucken wir uns also in diesem Video die Zanderbeute an. Was von außen direkt auffällt, die Qualität ist entsprechend hochwertiger, als ich das von anderen Beuten mittlerweile kenne. Das ganze Ding ist aus Kiefernholz gefertigt und wird auch schon mit Leinölfirnis behandelt geliefert. Das heißt, die ganzen Beuten sind schon, wie ihr an der Farbe auch ein bisschen erkennen könnt, behandelt mit Leinölfirnis. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr bestimmt sagen, nee, will ich nicht. Aber ansonsten bekommt ihr das so frei zugeschickt. Ansonsten sieht die Beute so aus, wie man eigentlich eine Zanderbeute von der Außenansicht, sag ich mal, kennt, aus. Mit den entsprechenden Griffmulden hier oben, jeweils bei jeder Zarge. Da ist ja jede Zarge gleich, da gibt es zwei Bruträume, einen Honigraum, die sind aber alle untereinander austauschbar, also alles gleich, nicht so wie bei Dadant. An der Seite sieht man die Fertigung durch die Schrauben. Die sind hier leider nicht so schön verdeckt wie bei der Dadant-Beute. Vielleicht macht der Kollege das noch, weil das fand ich persönlich optisch etwas ansprechender. Gucken wir uns aber erstmal den Brutraum an, beziehungsweise ja, eine Zarge. Die Zangen sind ja alle gleich, da ist ja Brutraum und Honigraum gleich. Geliefert werden auch, die sind sogar mit Mittelwänden bestückt. Ja, Freunde, ich habe noch nicht mal vorher reingeschaut und bin tatsächlich etwas verwundert. Ja, ich weiß nicht, ob das immer so der Fall ist, ich denke mal nicht, aber ich habe jetzt hier die Mittelwände schon eingelötet. Frag mich nicht warum, ja, hätte ich sonst ansonsten selber gemacht, aber gut. Wie schon bei der Dadant auch hier die Abstandsohren mit so Plastikabstandshalter. Hier unten sind die Halter zum Beispiel nicht dran. Wer das Video von der Dadant gesehen hat, hier kann ich Bienen quetschen. Die sind hier leider nicht dran, die Abstandshalter. Ansonsten hier oben, ja, annähernd so wie bei den Dadant-Rähmchen, gut verarbeitet. Also von innen ist jede Zarge gleich bearbeitet, auch mit relativ dickem Material ausgestattet. Unten dann wie gewohnt der Gitterboden, eigentlich so wie man das alles kennt. Qualitativ finde ich aber trotzdem alles sehr schön ausgearbeitet, kann ich echt nicht anders sagen. Beim Boden gibt es für mich jetzt auch keine besonderen Auffälligkeiten, die erwähnenswert wären. Der Flugkeil ist im Vergleich zur Dadant-Beute etwas anders ausgestattet, nämlich der bekannte Holzkeil, wie man ihn kennt. Einmal kann man ihn um 90 Grad drehen, dann hat man das kleine Loch, und einmal wieder um 90 Grad gedreht, hat man das große Loch. Oder man nimmt ihn Ich wollte gerade sagen, oder man dreht ihn nochmal und kann dann komplett verschließen, aber das ist ja gar nicht der Fall. Wenn ich ihn 90 Grad drehe, habe ich entweder das große oder das kleine Loch. Ich weiß jetzt nicht, wie man da die Beute komplett verschließen kann. Wahrscheinlich muss man dann da unten was reinstopfen, aber da werde ich nochmal Rücksprache halten, wie man sich dazu eine Lösung ausgedacht hat. Ja, auch hier wieder das schicke Anflugbrett, finde ich ganz geil gelöst mit den zwei Pinnen und hier die beiden Löcher. Da wird das Anflugbrett einfach nur reingeschoben und man hat dann optisch echt ein ansehnliches Flugbrett, was sich sehen lassen kann. Ich arbeite nicht mit Flugbrettern, aber finde diese Option doch ganz geil, weil sie ja relativ gut ausgearbeitet ist. Gefällt mir sehr gut. Die Windel ist auch etwas ausgearbeitet im Vergleich zur Dadant-Beute. Hier ist es nämlich mit einem Holzbrett gehalten und einem Griff. Bei der Dadant-Beute war es ja eher so eine Art Isolierblech. Ja, ziemlich schlicht ausgeführt, aber erfüllt somit seinen Zweck. Kann man nicht meckern. Die Rähmchen packe ich mal wieder rein. Jo, auf die weiteren Zargen muss ich dann eigentlich nicht mehr eingehen, denn die sind ja alle gleich gehalten in der Fertigung. Hier unten bekanntlich bei Zander dann dieser Überstand her, hier diese Falz oder wie man sie nennt, dass das dann schön sich hier rein
Passt. Ist nicht glatt abgefräst, so wie bei Dadant. Gefällt mir also nicht so gut, weil hier kann man mehr Bienen quetschen, wenn ich jetzt direkt so die Beute aufsetzen muss. Da kann ich nicht so aufsetzen und drehen. Obwohl, ja, ich revidiere nochmal, kann ich doch machen. Ist aber trotzdem meiner Meinung nach nicht so elegant gelöst wie bei Dadant, wenn es glatt ist. Aber da muss jeder selber wissen, wie er am besten damit umgeht. Für die Honigernte bzw. Honigproduktion gibt es dann auch ein Absperrgitter. Kann man mit oder ohne natürlich imkern, wie man möchte. Auch hier ist es in dieser Meterware konstruiert. Finde ich ganz gut gelöst. Wie es sich im Endeffekt praktisch umsetzen lässt, weiß ich noch nicht. Aber auch bekannt wie bei Zander wird dieses dann oben eingelegt. Das verschwindet dann hier komplett in der Beute quasi. Sieht so ganz schick aus und man kann dann den Honigraum aufsetzen, ohne dass irgendwie was dazwischen ist oder übersteht. Auch die dritte Zarge, die ich jetzt hier als Honigraum präsentiere, ist natürlich genau gleich wie die anderen beiden Zargen auch. Das ist praktisch bei Zander, man kann diese Zargen untereinander tatsächlich tauschen, wie man möchte. Dann gibt es hier bei der Zanderbeute zwei Deckel. Einmal diesen multifunktionalen Deckel, wie es den auch bei der Dadant-Beute gab, den ich schon vorgestellt habe, mit diesem Spundloch, wo man einen Fütterer draufsetzen kann oder das Teil zur Bienenflucht umfungieren kann. Den kann man nehmen als Innendeckel oder man nimmt den für Zander klassischen Innendeckel, den es bei Dadant jetzt eben nicht gab, mit diesen klassischen Auflagen, um in die Beute legen zu können und oben etwas Platz, wo man noch eine Isoliermatte reinlegen könnte. Und dann dient dieser Deckel als Innendeckel. Und als Außendeckel kommt dann ein Effer, in Anführungsstrichen, Deckel aus Isolierblech gefertigt. Nicht so konstruktiv aufwendig wie bei Dadant, aber dafür habt ihr bei Zander den Innendeckel. Zack. Das ist auch letztendlich schon die Beute, wie sie dort zu kaufen ist. Ja, viel mehr kann ich gar nicht über diese Beute sagen, Freunde. Was mir halt aufgefallen ist auf den ersten Blick, ist natürlich, dass die vorlasiert, also schon bearbeitet, nach Hause kommt. Und dass die Qualität von dieser Verarbeitung ziemlich hochwertig ist. Wie gesagt, ordentliches Kiefernholz. Und ansonsten die Fertigung sieht man halt im Detail. Ja, da stimmt eigentlich alles. Schlägt sich aber auch im Preis nieder. Der Laden ist etwas teurer als bekannte andere Läden, weil er auch etwas kleiner ist und dort ein bisschen mehr Handarbeit gefragt ist. Aber vielleicht spiegelt sich das auch in der Qualität wieder. Ich finde schon, aber da sollte jeder seinen eigenen Blick drauf werfen. So, ich werfe jetzt noch einen Blick auf das Gewicht, denn das ist für den einen oder anderen da draußen sehr wichtig, wenn eingewintert wird und damit man halt das Futter entsprechend bewerten kann, braucht man das Leergewicht dieser Zargen und auch für jemanden interessant, der einfach nur wissen möchte, wie schwer das Ding ansonsten ist. Dafür nehme ich mal den Honigraum ab und auch das Absperrgitter. Und packe den Innendeckel drauf, sowie den Außendeckel. So, da dieser Außendeckel nicht so schwer ist, packe ich den mit drauf zum Wiegen. So, die eine Seite der Beute sagt mir, ja, 10 Kilo. Und die andere Seite würde ich einfach mal auch irgendwo in dem Dreh schätzen. Ja, sogar einen Tick mehr. 10,5. Also sollte man zweizagig überwintern, hat man hier immerhin schon mit Mittelwänden und vollen Rähmchen 20,5 Kilo. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist. Für mich persönlich gefühlt ist es etwas mehr. Aber wie gesagt, da muss auch jeder selber entscheiden, wie er es haben möchte oder braucht. Ja, so viel zur Zanderbeute. Viel mehr konnte ich jetzt dazu gar nicht sagen. Ich werde jetzt noch alle anderen Teile abdrehen und dann wird es, denke ich mal, in der nächsten Zeit auch mal einen Livestream geben, wo ihr nochmal separat vielleicht Fragen zu Beuten oder sonstigen Teilen habt, damit der Kollege da selbst nochmal Stellung nehmen kann und Fragen beantworten kann. Alles andere über den Laden Imkereibedarf Zylo mal unten in der Videobeschreibung oder die Webseite besuchen www.imkereibedarf-zylow.de besuchen und mit dem besonderen Gutscheincode BIENE102019 könnt ihr noch 10% auf euren
Einkauf sparen und unterstützt mich damit noch ein bisschen. Support ist kein Mord. Deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch, wenn das Video so in Ordnung war. Ich weiß noch nicht, wie ich so Qualitätsvideos ausführen soll. Deswegen mal ein bisschen Feedback unten in den Kommentaren oder auch Fragen. Der Kollege wird ja, denke ich mal, entsprechend antworten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also haut rein. Ciao.